sein. Genau, ich brauche noch meine Notizen. Hey, ich muss sagen, ich liebe unsere Teenies, Teenie-Arbeit. Es ist genial, euch die Fahne zu sehen, da die zwei Reihen, die gefüllt sind mit Teenies. Es ist einfach genial, ihr seid so ein wichtiger Teil unserer Kirche und wir haben so Freude an euch. Und ja, es ist genial, sind ihr heute Morgen da mit uns. Auch danke Vale und Sam, einfach fürs Leiten, fürs Vorangehen, euer Herz, das ist unglaublich. Ja, macht mich schon ein bisschen stolz, dürfen so einer Kirche Teil davon sein. Genial, danke euch viel, viel mal. Hey, vielleicht hast du dich auch schon gefragt, braucht es die Veranstaltungen, braucht es die Gottesdienste an den Sonntagmorgen, die wir in der Kirche anbieten? Braucht es unsere Strukturen? Würde es eigentlich auch nicht mit ein bisschen weniger Aufwand gehen? Wir sind ja in einer Zeit, wo es sehr einfach ist, uns selber zu nähren. Wir sind so in einer Netflix-Zeit, sage ich dem jetzt einmal. Die Joni und ich haben etwa vor einem guten Jahr uns entschieden, zum Netflix zuzutun zu Hause. Das war ein bisschen Diskussion, ob wir das wollen. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist so ein bisschen eine Welt aufgegangen, seit wir das Netflix haben. Ich kann nämlich hinsitzen und ich kann von Hunderten, wenn nicht Tausenden verschiedenen Filmen auswählen, wollen, dass ich schauen will. Ich kann schön so ein bisschen das aussuchen, die Serie, die ich gerade Lust habe. Ich habe letztes Mal eine Serie geschaut und ich muss sagen, es war so langweilig gewesen. Aber ich wollte wissen, wer der Mörder ist. Darum habe ich einfach alles vorgespult, bis ich herausgefunden habe, wer der Mörder ist. Zeit gespart. Oder? Und so läuft es doch. Wir können uns aussuchen, was wir wollen. Und eigentlich ist so etwas Schönes. Es hat so viele Vorteile, zu Hause auf meinem Sofa, was mir und dem Joni gerade so passt. Und ich habe mir überlegt, in unserem geistlichen Leben kann es manchmal sehr ähnlich sein. Und zwar haben wir heutzutage so eine grosse Auswahl von Podcasts mit grossartigen Rednern. Wir haben jenste geistliche Leiter, die gute Inputs online stellen, vielleicht Literatur, die so viel Vorteil bringt, wie man es einfach hören kann. Oder auch verschiedene super gute Musikvideos, Worship-Videos, wo man zu Hause mit worshipen kann. Hey, ich liebe das und ich sehe so viel Positives in dem Sinne. Aber irgendwo stellt sich ja die Frage, wenn ich mir alles so selber aussuchen kann, braucht es Kirche am Sonntagmorgen noch? Braucht es das gemeinsame vor Gott kommen, wie wir das vorher gerade so gemacht haben, indem wir Gott im Worship so ihm zugesungen haben? Braucht es das noch oder ist das etwas von gestern? Ist das langsam immer mehr veraltet und macht man das, wie man es schon immer gemacht hat? Ich finde, es ist ein hochaktuelles Thema, auch gerade in dieser Corona-Zeit, auch nach dem ganzen Lockdown. Und ich finde es so spannend. Das ist jetzt nicht eine Serie, die wir einfach so reingeschoben haben, weil jetzt wir in der Corona-Zeit uns befinden, sondern wir haben schon 2019 geplant, dass wir im 2020 über die Serie reden wollen. Und ich finde es genial, dafür zu sehen, wie Gott einfach schon gewusst hat, hey, was wir im August 2020 brauchen und der Heilige Geist zu uns geredet hat in der Planung. Und darum starten wir heute mit dieser Serie, Together heisst sie, gemeinsam in Gottes Gegenwart. Ich will mit euch heute Morgen anschauen, wie die Gegenwart Gottes eben genau dort so kraftvoll und besonders ist, wo wir zusammen in seinem Namen vereint vor ihn kommen. Und für das gehen wir miteinander in die Bibel, ins Wort Gottes, um herauszufinden, was Gottes Wahrheit ist, was er da dazu meint. Das Alte Testament zeigt uns immer und immer wieder, wie Gott ein Gott ist, der mit seiner Gegenwart unter den Menschen hat wollen wohnen. Wir sehen so verschiedene Bilder, wie zum Beispiel ganz am Anfang im Garten Eden. Gott hat wollen mit dem Menschen Gemeinschaft haben. Im Volk Israel, er hat ihnen beauftragt, eine Stiftshütte zu bauen. Wieso? Damit er mit seiner Gegenwart, mit seinem Allerheiligsten unter den Menschen kann leben. Und später ist ein Tempel gebaut worden vom Salomon und auch dort ist er eingezogen und er wollte unter seinem Volk, den Israeliten, leben. Und wir gehen jetzt gerade miteinander zu dieser Geschichte in 2. Chronik, wo der Tempel gebaut worden ist. Wir lesen jetzt 2. Chronik, von einem der grössten Projekte im Alten Testament. Der König David hat nämlich einen leidenschaftlichen Traum gehabt. Er hatte einen Traum gehabt, um
Gott so wie ein Zuhause zu schaffen, um ihm so ein würdiges Zuhause zu geben. Und für das hat er gesagt, ich will ihm einen Tempel bauen. Er hat alles geplant, er hat alles organisiert, er wollte anfangen zu bauen, aber Gott hat gesagt, nein, nicht du baust ihn, weil du hast zu viele Kriege geführt. Und was hat er dafür gemacht? Er hat das ganze Projekt so wie am Salomon, seinen Sohn, übergeben. Und der Salomon hat das in die Hand genommen und hat das ausgeführt. Und nach 7 Jahren Bauzeit ist der Tempel fertig geworden. Es war ein riesiger Tempel. Es war ein prachtvoller Tempel. Ein riesiges, wunderschönes Gebäude, das man schon von weitem her erkannt hat. Wir haben das Foto für euch. Ich meine, das Foto ist nur ein Abklatsch, wie das war. Aber es war so prachtvoll, dass Leute von weit her angereist sind, den Tempel wollten besichtigen. Sie haben gestaunt, aber auch die Menschen vor Ort haben gestaunt, was der Salomo und all seine Sklaven und Arbeiter hier fertig gebracht haben. Jedoch war es nur ein Gebäude, das für Aufsehen erregt hat, aber etwas Wesentliches hat noch gefehlt in diesem Gebäude. Und das Wesentliche, das ist Gottes Gegenwart. Und in 2. Chronik, Kapitel 5, lesen wir, wie der Tempel eingeweiht worden ist. Und wir lesen da, wie Priester und Israeliten zusammengekommen sind und wie sie Gott miteinander angebeten haben. Und ihr könnt gerade mitlesen, 2. Chronik 5, 13 bis 14. Diese setzen gleichzeitig mit den Sängern, dem Becken und anderen Instrumenten ein. Es klang wie aus einem Mund, als sie alle miteinander den Herrn priesen mit den Worten, der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. Die Priester konnten ihren Dienst wegen der Wolke nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Heiligtum. Wir lesen da, wie die Priester zusammengekommen sind und sie haben gesungen und da steht, es hat tönt, wie wenn das Lob aus einem Maul rauskommt. So eine Einheit, sie haben sich eins gemacht, also eine Einheit, haben sie Gott angebetet und etwas ist passiert. Gott ist mit seiner Gegenwart eingezogen in den Tempel. Er ist gekommen, er hat alles erfüllt. Ich finde es so spannend, wie da steht, die Priester haben ihren Dienst nicht mehr fortsetzen, sondern die Gegenwart Gottes ist gekommen, wahrscheinlich so dick, so spürbar gewesen, so erlebbar gewesen. Ich glaube, das muss unglaublich gewesen sein. Ich das so liest, denke ich, das wäre so ein Moment, wo ich gerne mit dabei gewesen wäre. Und da sehen wir ein Geheimnis, wie das gemeinsame Arbeiten hat die Herrlichkeit von Gott angezogen. Sie haben sich eins gemacht und Gottes Gegenwart ist gekommen. Im Hebräischen gibt es ein Wort für Gottes Gegenwart, das ist Shechina. Und Shechina, das bedeutet nichts anderes, als wenn Gott kommt, wenn er sich manifestiert auf dieser Welt, wenn er erlebbar, fühlbar wird, wenn seine Herrlichkeit da auf die Welt kommt, so Reich Gottes einbricht auf die Welt. Shechina. Hey, vielleicht hast du das auch schon erlebt, wenn Shechina kommt. Hast du schon so Shechina-Moment erlebt, wo Gottes Gegenwart kommt? Ich weiss noch, ich habe schon mehrere so Erlebnisse gemacht und eins von denen ist jetzt schon mehrere Jahre her. Ich war in einem Gottesdienst und ich habe am Schluss für mich beten lassen. Und ich hatte so einen Hunger gehabt. Einen Hunger gehabt, noch mehr Erkenntnis von Gott zu bekommen. Einen Hunger gehabt nach dieser Gegenwart. Und ich bin gegangen und gesagt, betet für mich. Und jemand hat für mich betet. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie die Shechina kommt, die Gegenwart, so eine Freude, eine Fülle, eine Liebe, so eine totale Annahme, wenn ich das noch nie erlebt habe. Und ich habe von meinem inneren Auge plötzlich gesehen, wie die Gegenwart wie auf mir oben so ruht. Könnt ihr euch vorstellen, wie so eigentlich Nordlichter, so ein bisschen ähnlich. Ich habe wie gemerkt, so Gottes Gegenwart ist da. Es war für mich, wie wenn Gott so einen Schleier wegreißt. Und ich sehe so einen Teil von ihm, von seiner Herrlichkeit. Und es hat tief in mir etwas bewegt und Auswirkungen gehabt in meinem Leben. So ist das, die Shechima, die kommt, Gottes Gegenwart. Sie bewegt, sie verändert seine Herrlichkeit. Es ist etwas Gutes. Oder ich weiss, als ich mal an einer Konferenz war mit Tausenden von Leuten und es war ein Abend und mein Gott anbetet. So wie da vorher mit euch zusammen. Und allen Gott anbetet. Und mir ist vorher wie auch aus einem Mund ist der Lobpreis aufgegangen zu Gott. Und Gottes Gegenwart ist gekommen. Und es hat auch so gut getan, in seiner Gegenwart zu stehen. Die Shechina.
Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich sehe mich nach dieser Schechina. Ich sehe mich, dass heute Morgen die Schechina darf deine sich ausbreiten. Ich sehe mich danach, noch mehr von dieser Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes, auch unter uns, auch bei den Kids hinein, in den verschiedenen Räumen, dass dort darf die Herrlichkeit kommen und darf irgendwie so etwas verändern. Wie ganz ehrlich, was ist das schöne Gebäude mit wunderbaren Leuten, die da sitzen, wenn Gottes Gegenwart nicht da ist? Was ist es? Eigentlich nichts. Oder nicht so viel, wie es könnte sein. Und ich wünsche mir und bete, dass heute Morgen und in der kommenden Zeit Gott immer wieder so den Schleier wegreißen darf, dass wir ihn ein Stück weit sehen dürfen. Und komm, wir beten jetzt miteinander. Ihr dürft mit aufstehen, vor den Gott kommen. Ich möchte ihn einladen, wenn ihr wollt. Ihr seid herzlich dazu eingeladen und beten wir, beten wir Gott an. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dürfen wir heute Morgen da sein. Ich danke dir, dass du sagst, hey, du bist auch da. Und wer sind wir schon her? Ohne deine Schechima, Vater im Himmel, ich lade dich ein. Wir laden dich ein, Herr Jesus, in unseren Herzen, aber auch da. Ich bete, dass du kommst mit deiner Gegenwart. Wir können das nicht machen, wir wollen das auch nicht machen, aber es geht um dich. Ich bete, Herr, dass du auch bei den Kids hinein, wenn sie jetzt in ihrem Kids-Worship sind, dass du dort kommst mit deiner Schechima, wie wir da gelesen haben, im Tempel, wo du eingezogen bist. Du bist heilig, du bist gut, Herr. Ich bete auch in der Stube, in die Heim, im Livestream, dass dort du einfach mit deiner Gegenwart kommst, mit deiner Schechima und Menschen begegnest, Herr. Wie so eine Begegnung verändert so viel in unserem Leben. Vater im Himmel, ich danke dir, dafür wir Menschen sein, die Herrlichkeit mit dir zusammen weitergeben dürfen, anderen Menschen. Und ich bete, dass das passieren darf in den kommenden Tagen. Amen. Amen. Darf ich wieder Platz nehmen? Wenn wir das Alte Testament durchgehen, dann sehen wir, wie nach dem Tempelbau Gottes Volk, sein Volk, die Israeliten, immer wieder aufgefordert hat, dreimal im Jahr zum Tempel zu kommen und dort sich zu versammeln mit allen anderen Israeliten. Dazu sind noch viele andere Anlässe gekommen, wo sich das Volk oder so mehr in kleinen Grüppchen sich versammelt haben. Und der Grund war, dass Gott hat wollen, dass die Israeliten untereinander Gemeinschaft haben, aber auch, dass er unter seinem Volk kann weilen und wohnen. Wir gehen ein bisschen weiter. 70 Jahre nach Christus ist der Tempel der Römer zerstört worden. Es war eine düstere, dunkle Zeit, aber es ist etwas weiteres entstanden, und zwar die Synagoge. Die Synagogen sind entstanden, und Synagoge, das ist ein altgriechisches Wort und das bedeutet Versammlung. Jede Woche haben sich Juden versammelt für Gebetsgottesdienst. Und um die Gebetsgottesdienst zu halten, hat etwas stimmen. Und das ist wichtig. Es hat nämlich ein Minyan gebraucht. Minyan bedeutet Zahl. Und es weist auf eine Anzahl Menschen hin, die es gebraucht hat, um so einen Gebetsgottesdienst in dieser Versammlung zu halten. Sie haben 10 Männer gebraucht, um so einen Gebetsgottesdienst durchzuführen. Es hat eine vollständige Zahl sein, mindestens 10. Warum hat so ein Minyan gebraucht? Wieso die 10 Leute? Die Zahl 10, die kommt vom Wort Eda und das bedeutet Gemeinschaft. Und im Jüdischen, Traktat Berachot, dort wird gesagt, wenn mindestens 10 Männer gemeinsam beten, dann wird die Schechina unter ihnen, die Gegenwart Gottes, ist anwesend bei ihren Gebetsgottesdienst. Und auch in Talmud lesen wir das. Talmud, das ist eine von diesen Schriften, wo die 5 Bücher Mose, Tora, noch weiter ausleitet. Und dort inne steht, wo 10 zusammensitzen und sich mit der Tora befassen, weilt Gottes Geist unter ihnen und sie bilden eine Gottesgemeinde. Die Juden sagen auch, die angestrebte Mindestzahl, sie schränkt nicht ein, sondern sie ist ein Ansporn, dass noch mehr Menschen zum Gebet kommen, sich versammeln in dieser Gegenwart mit Gott. Schaut, Jesus war Jude und Jesus hat zu 100% die jüdischen Gottesdienste auch so ausgelebt. Das ist auch der Grund,
wieso dass er nicht nur 4 oder 5 Jünger hatte. Kein Rabbi hat weniger als 9 Jünger gehabt, dazumal, damit sie zu Täter gewesen sind und miteinander die Gebetsgottesdienste können ausleben. Wir sehen also die Gemeinschaft von Gott. Die Gemeinschaft ist Gott wichtig und die Gemeinschaft hat schon dazumal Gottes Gegenwart angezogen. Wir sehen das auch quer durch die Bibel, wie das so ein Prinzip ist bei Gott. Dass dort, wo Gemeinschaft herrscht, dass dort Gottes Gegenwart kommt. Das ist wie so ein roter Faden quer durch die Bibel durch. Und Gott hat schon immer Gemeinschaft ins Leben gerufen gehabt. Und nicht nur ins Leben gerufen, um einfach, dass Menschen Gemeinschaft haben, sondern dass er sichtbar wird durch die Gemeinschaft der Menschen. Und ich nehme euch kurz mit im Alten Testament. Ich hoffe, ihr seid bereit. Oder wir sehen es nur schon ganz am Anfang, 3 Einigkeit, schon immer da gewesen. Gott, Jesus, der Heilige Geist. Sie in sich, 3 Einigkeit, 3 einzelne Personen, Wesen und trotzdem leben sie in sich die Gemeinschaft. Und es geht weiter. Gott hat den Mensch geschaffen in der Schöpfungsgeschichte, oder? Haben wir den Adam. Und was hat er gesagt? Wisst ihr das? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und wer hat er geschaffen? Die bezaubernde Eva. Und es ist spannend, oder? Er hat den Rippen genommen vom Adam, hat aus dem Adam eigentlich die Frau gemacht. Sie sind 2 Personen und trotzdem eins. Sie haben Gemeinschaft miteinander. Miteinander die Gemeinschaft und Gemeinschaft mit Gott. Es geht weiter. Gott beruft sein Volk, die Israeliten. Und was sagt dann 2. Mose 29? Ich will unter ihnen wohnen. Ich will Gemeinschaft mit ihnen haben. Und nicht nur das, sondern er sagt auch dem Volk immer wieder, hey, macht nicht irgendwie Götzenstatuen. Nicht das goldige Kalb. Wieso? Weil ich will sichtbar werden für andere Völker unter der Gemeinschaft mit euch, miteinander. Es ist ein Gott von der Gemeinschaft. Und auch wenn wir nochmal weitergehen, wo die Propheten gekommen sind. Wieso? Gott hat zu den Propheten geredet und die Propheten, wenn es Gott wäre, haben es immer den Völkern, immer an einer Gemeinschaft weitergegeben. Also wir sehen schon im Alten Testament, das ist so ein roter Faden, der sich durchzieht. Gottes Gegenwart ist dort, wo sein Volk zusammenkommt. Er ist ein Gott von der Gemeinschaft. Wir sehen das Prinzip aber auch im Neuen Testament, in der ersten Gemeinde, in der Apostelgeschichte 4,31. Lesen wir. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Das war nach Pfingsten, wo sich die erste Gemeinde wieder getroffen hat. Sie sind zusammengekommen und man sieht, dass das Eis machen, das miteinander beten, das Eis machen in der Anbetung, hat Gott geantwortet. Gott ist gekommen mit seiner Gegenwart und hat Gottes Geist nochmal neu ausgegossen. Und die Auswirkungen sind unglaublich, sie sind gestärkt worden. Menschen haben zu Jesus gefunden, Menschen sind frei geworden. Menschen haben frei können, unerschrocken Gottes Botschaft verkünden. Und da sehen wir, wo Gottes Gegenwart kommt, das geht bei den Menschen nicht einfach spurlos vorbei. Es bewirkt etwas, es verändert etwas. Wir lesen von dem Versprechen in Matthäus 18, 20. Jesus verspricht, dass dort, wo 2 oder 3 zusammenkommen, 2 oder 3 Gläubige in sich eins machen, dort ist er mitten unter uns. Das ist ein Versprechen, das heute auch noch gilt. Er ist mitten in dieser Gemeinschaft, auch heute noch. Vielleicht fragst du dich aber, wieso redet Jesus da von 2 oder 3? Und im Alten Testament ist in der jüdischen Schrift gestanden, es müssen 10 sein, die 10 Männer. Da sieht man, Jesus hebt das auf und sagt, wir sind im Neuen Testament, wir erweitern das. Es müssen nicht mehr 10 Männer zusammenkommen,
sondern egal, Männer, Frauen, egal woher sie sind, auch Nichtjuden, dürfen zusammenkommen, das Zweite und das Dritte, in meiner Gegenwart, sich versammeln. Ich finde es auch spannend, wie das gerade eine Zeit war von der Christenverfolgung, wo die ersten Christen stark verfolgt worden sind. Und vielleicht ist das etwas gewesen, was Jesus schon gewusst hat und darum gedacht hat, hey ja, so können das Zweite, das Dritte, so underground, euch versammeln, Gottesdienst halten, miteinander und ich bin unter euch. Wir lesen in der Apostelgeschichte so eins der Hauptmerkmale der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 2. Einmütig und mit grosser Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Also wir lesen da, wie sich die ersten Christen oder von der Gemeinde täglich getroffen haben. Man könnte sagen, sie sind täglich Small Group gehabt, sind sich auch in größeren Kreisen getroffen, vielleicht auf andere Art und Weise. Das spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle, wie das genau aussieht, was das für eine Art ist. Aber es war klar gewesen, Gottes Gegenwart, seine Herrlichkeit war präsent gewesen bei diesen Treffen, bei diesen täglichen Versammlungen, im Zusammenkommen und Einsmachen von den Gläubigen. Liegt eine besondere Kraft. Es zieht die Gegenwart und das Handeln von Gott an. Es ist der Ort, wo sich der Lieb Gottes formt, wo der Lieb Gottes Gestalt annimmt. Und er ist das Haupt von diesem Lieb. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber wenn ich die Texte so lese, dann wird mir klar, dass die Gemeinschaft von Christen wichtig ist. Dass sie Gott wichtig ist. Dass Kirche, Gottesdienst, ein gemeinsames vor Gott kommen, miteinander Gott arbeiten, dass das auch im 21. Jahrhundert immer noch Bedeutung hat und dass es braucht. Weil da drin ist ein grosses, grosses Geheimnis. Es ist nicht einfach ein Auslaufmodell. Es ist nicht einfach etwas, das man nicht mehr so braucht. Mich bewegen die Texte sehr. Und ich persönlich erlebe die Stärke und die Gegenwart von Gott in dieser Gemeinschaft immer wieder, schon über Jahre. Spannend ist, gerade durch meinen Job habe ich das Privileg, ich darf immer wieder Leute kennenlernen, die vielleicht zum ersten Mal da in diesem Gottesdienst sind. Und Joni, Elias und ich hören immer wieder von Leuten, die sagen, ich bin da gewesen und in diesem Worship. Es hat mich so berührt. Es hat mich einfach berührt. Oder mit letzter Frau gesagt, während dem Worship kommen mir manchmal immer wieder Tränen. Ich liebe es, zum Nachbarn mitzunehmen, Freunde, die vielleicht kirchenfern sind, die gar nichts mit dem Glauben zu tun haben. Und ich habe mir heute Morgen mal so überlegt, was ihre Feedbacks amigs sind. Und ich weiss noch, ein Nachbar, den ich mitgenommen habe, der mir mal gesagt hat, ich glaube nicht an Jesus, es gibt einen Gott. Und sie ist da mit uns gestanden und gesessen. Und sie ist nachher gekommen und gesagt, ich bin so berührt gewesen, da muss wirklich ein Gott um sein. Ich habe Gegenwart, irgendetwas gespürt, so eine Liebe, so eine Annahme. Oder eine andere Freundin, die gesagt hat, in dieser Gemeinschaft, da ist irgendwie etwas, es ist einfach so gut. Hey, ich glaube, es ist Gottes Herrlichkeit, es ist seine Gegenwart, wo Menschen spüren, wo Menschen irgendwie etwas schmecken, erleben und das kennen sie vielleicht sonst gar nicht. Ich merke aber auch, dass wir aufpassen müssen. Dass das für uns nicht so Routine wird, wo vielleicht Sonntag für Sonntag da sind. Dass die Gemeinschaft nicht einfach eine Routine ist. Dass Gottes Gegenwart nicht so Routine wird. Oder vielleicht der Gottesdienst. Jetzt kommt wieder der Song. Okay, oh, das mag ich nicht so. Ah, ein neuer Song. Oder manchmal kann man sich so in Gedanken verwischen. Hey, du bist Gottes Herrlichkeit, seine Schechina unter uns, seine Heiligkeit. Und ich glaube, wir müssen aufpassen in dem Inne und müssen uns das immer wieder bewusst werden. Ich muss mir das auch immer wieder bewusst werden.
In Epheser 1, 22, 23. Dort steht: Er ist der Herrscher über das ganze Universum. Er wurde zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Hey, das ist sein Lieb. Es ist seine Gemeinde. Und darum glaube ich, dass gerade in seiner Gemeinde so speziell die ganze Fülle ist von Gott. Auch da, in der GVC Zürich-Oberland, er ist da mit seiner ganzen Fülle. Nicht einfach mit ein bisschen, sondern die Schrift sagt uns, er ist mit seiner ganzen Fülle da, in unseren Gottesdienst, in unseren Small Groups, im Alpha Live, in den Next Step Weeks, dort, wo die Männer zusammenkommen und beten, dort, wo die Frauen zusammenkommen und sich eins machen. Hey, er ist da mit seiner ganzen Fülle. In unserem Ferienangebot. Das ist ein Grund, wieso wir als ganze GVC-Bewegung so viele Ferien anbieten. Nicht nur, wie es schön ist, Ferien machen, aber wie wir erleben, wie in dieser Gemeinschaft immer wieder so etwas aufbricht und Gottes Herrlichkeit kommt. Und Menschen bewegt werden, Menschen Next Steps machen und verändert werden. Hey, das hat Kraft. Darin liegt etwas, Gottes Herrlichkeit. Ich persönlich darf auch immer wieder so einen Moment erleben, wo Gottes Gegenwart da ist, wo ich ganz ehrlich tief berührt bin, wo mich einfach bewegt wird im Worship. Wenn ich ins Gebetsteam gehe, wenn ich Predigt höre von jemandem, das ermutigt mich, berührt mich. Ich brauche diesen Moment. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich glaube, wir alle brauchen immer wieder diesen Schechina-Moment, wo Gottes Gegenwart da ist. Und darum liebe ich so den Gottesdienst. Für mich gibt es nichts Besseres, als in dieser Herrlichkeit stehen zu dürfen. Wenn Gott mit seiner ganzen Fülle da ist. Und ja, ich glaube, wir können ihn wahrnehmen. Ich glaube, wir können ihn spüren. Aber ich merke auch, wie es auch oft ist, dass man einfach nichts spürt. Aber für mich ist das so ein tiefes Wissen. Gott ist da. Gott hat es uns versprochen, dass er mit seiner Fülle da ist. Und es kommt nicht nur auf mein Gefühl drauf an und auf mein Gespür. Sondern es ist ein Fakt. Ich möchte dir Mut machen. Gottes Gegenwart, die Schechina, sie ist unter uns. Ob du erlebst oder nicht. Und ich möchte dich fragen, öffnest du dich dieser Gegenwart bewusst? Auch wenn du sie nicht spürst. Bis jetzt haben wir über die Gegenwart Gottes in der Gemeinschaft geredet. Es gibt aber auch noch andere Gründe, zum Teil von so einer Gemeinschaft zu sein. Und ich gehe hier in den Hebräerbrief und da gehe ich in den Vers hin. Die einen von euch findet, haben vielleicht so ein bisschen Erinnerungen von früher und haben den Vers nicht so gern. Ich bringe trotzdem. Da steht: Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Sondern dass wir einander ermutigen. Und ich möchte auf das Ermutigen eingehen. Ermutigen, hey, das hat einen wichtigen Stellenwert, einen hohen Stellenwert. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns versammeln in diesem Tempel, sage ich. Es geht um das gegenseitige Anspornen, um das gegenseitige einander erinnern. Ich liebe das an einer Predigt, auch wenn ich gewisse Themen oft gehört habe, studiert habe. Hey, ich muss erinnert werden. Was ist Wahrheit Gottes für meinen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder für meinen Alltag? Es nennt Bestärken im Gebet. Ich liebe das. Wenn ich zum Gebetsteam gehe, hey, ich laufe anders aus. Ich bin bestärkt, ermutigt. Miteinander im Singen. Ich habe es geliebt vorher. Diese zwei Songs, eure Stimme zu hören, wie ihr singt, Gott arbeitet. Hey, das hat mich ermutigt. Es hat mir noch so gezeigt, hey, ich bin Teil von etwas so viel Größerem. Von seiner Kirche. Es tut mir gut. Auch Gemeinschaft im Livestream. Ihr könnt das auch die High haben. Gemeinschaft. Auch in den Small Groups. Wir können uns nicht allein ermutigen. Ich kann mich nicht immer nur selber ermutigen. Und ich glaube, darin liegt das Geheimnis in diesen Gottesdiensten, im Zusammenkommen. In welcher Form und Art dass das auch immer ist. Und ich würde dich ermutigen, dir das nicht einfach im Gott zu lassen. Ich würde dich ermutigen, Teil von dieser Gemeinschaft zu sein. Wenn Christen zusammenkommen und Gottesdienst feiern oder ein anderes Gefäß.
Ich möchte noch kurz darauf eingehen, also das Individuelle und das Gemeinsame. Ich glaube, es ist so eine besondere Eigenschaft für uns Menschen, gerade im Westen, dass wir manchmal so Sachen so ausspielen. Entweder oder, was ist besser, was macht mehr Sinn. Aber bei Jesus hat beides Platz. Das Miteinander mit seinen Jüngern, das Miteinander mit Gott, zusammen Gottesdienst feiern, sowohl auch die Zeit allein mit dem Vater. Wir lesen immer wieder, wie Jesus sich die Zeiten rausgenommen hat, wo er einfach weggegangen ist von allem mit Ruhe und Zeiten hatte mit dem Vater. Beides hat Platz. Schau, wir sind beide, wir sind alle zu beiden berufen. Wir sind berufen, zum Gemeinschaft zu haben mit Gott allein, die Intimität, die Beziehung mit ihm auszuleben. Aber wir sind auch berufen, um der Liebe zu sein, Teil dieser Gemeinschaft Gottes zu sein. Es ist nicht das Entweder-Oder, sondern es ist beides miteinander. Und die Gemeinschaft in der Lokalkirche, sie zeigt uns auch eine unperfekte Gemeinschaft. Ich glaube, das wissen wir alle. Eine unperfekte Gemeinschaft, wie wir Menschen sind. Aber es ist eine Gemeinschaft, die uns schlussendlich reicher macht. Wie Gott sich entschieden hat, mit seiner Fülle da innen zu wohnen, mit seiner Fülle unter uns zu sein. Und darum dürfen wir mit einem Hunger kommen. Darum dürfen wir mit einem grossen Hunger kommen. Als eins von ihm kommen, in dieser Anbetung, in dem Worship, wo wir jetzt gerade wieder zusammen reingehen. Der Hunger nach einer neuen Ausgüssung, nach seiner Gegenwart, der Hunger nach dem, dass er so den Vorhang von sich wegreißt und wir dürfen seine Herrlichkeit sehen. So wie es die Israeliten im Tempel erlebt hat, wo Gott gekommen ist. Also Wolke. Wir wollen jetzt in eine Anbetungszeit gehen. Ich möchte euch herzlich dazu einladen. Um mit der Band zusammen, mit uns allen, den Gott anzubeten. Du darfst das auf die Art und Weise machen, wie du das willst. Es ist egal, was der links und rechts von dir denkt. Es geht um dich und Gott. Und mein Gebetsteam, sie lieben für dich zu beten. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das nicht einfach so dir vorbeigehen lässt. Sondern sie machen sich immer ready, sie sind da, sie lieben es. Hey, vielleicht, wenn du die Shekina neu erleben willst, einen Hunger danach hast oder nochmal willst, dass ein Hunger geweckt wird, sie lieben es für dich zu beten, auch wenn du andere Anliegen hast. Und vielleicht, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, denkst du vielleicht, bin nicht ganz sicher. Ich kann euch aber versichern, dass wir da schauen. Wir haben nämlich so Plexiglasscheiben und sie sind draußen im Gang, wo es auch ruhig ist. Dass sie einfach Zeit sich nehmen können, um für dich zu beten. Ich möchte dich ermutigen, lass dich nicht abhalten von dem. Wir dürfen alle aufstehen, ich bete noch zum Schluss. Hier einladen dazu. Jesus, ich danke dir. Du bist Gott und du hast Gemeinschaft gelebt. Herr. Du hast uns vorgelebt. Du hast es vorgelebt, was das heisst, die Gemeinschaft leben. Und Vater im Himmel, wir laden einmal mehr einfach die Shekina ein, deine Herrlichkeit. Vater, ich bete jetzt auch gerade in dieser Anbetungszeit, dass du dort rein gehst. Ich bete, dass Menschen dürfen die Herrlichkeit vielleicht zum ersten Mal erfahren, erleben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir auch durch dich die Herrlichkeit dürfen weitergeben. Und Herr, ich bete auch, dass du wirklich darf unter uns ein Hunger herum sein. Vielleicht auch dort, wo Gottesdienst oder Small Group so eine Routine geworden ist, Herr. Dass wir einen Hunger haben nach dir. Dass wir mit dem Bewusstsein kommen, du bist da, Herr. Und für deine Ehre machen wir es. Es geht um dich, Herr. Wir heben dich hoch. Wir beten dich an, Vater im Himmel. Ich bete, Herr, dass es eine Art von Frieden sein darf. Wie dort, wo Frieden ist, ist Einheit. Dort, wo einer ist, bist du auch mit deiner Gegenwart. Und wir laden dich ein, dass du da bist, unter uns. Du bist herzlich willkommen, Vater im Himmel. Amen.